Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute kochen wir gemeinsam ein Schweinefilet-Geschnetzeltes. Viel Spaß! Wir fangen an und schneiden das Schweinefilet. Dabei könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr es lieber gewürfelt oder in Streifen geschnitten haben wollt. Sämtliches Gemüse wird kleingeschnitten. Nun geht es ans Braten. Dafür braucht ihr eine sehr heiße Pfanne und gebt alleine das Schweinefilet hinein, würzt es mit Salz und Pfeffer. Das Fleisch selber wird nur kurz durch die Pfanne geschwenkt. Wenn wir es zu lange garen, wird es am Ende trocken. Das Filet raus und sämtliches Gemüse rein in die Pfanne. Gewürzt wird die Pfanne mit Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver, Paprikapulver und Gemüsebrühe. Das Gemüse jetzt garen für ungefähr 5 Minuten. Wenn das Gemüse fast gar ist, wird es mit einem Esslöffel Mehl bestäubt und anschließend verrührt. Durch das Mehl wird es später eingedickt. Wir geben noch 100 ml Milch dazu und lassen das Ganze einmal aufkochen. Gebt nun das Schweinefilet wieder dazu und lasst es für ca. 4 Minuten weiter kochen. Nebenbei solltet ihr euch noch eure Beilage vorbereiten. So schnell, einfach und lecker kocht auch ihr ein Schweinefilet-Geschnetzeltes bei euch im Camper. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.